Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück zu Siberia. Ja, wir haben die Uni fast durch. Wir werden jetzt noch ein paar Räume abklappern. Und naja, was aufgefallen ist, wir können ja mit den Leuten gar nicht über die Kette reden. Das heißt, die muss irgendwo offen rumliegen oder offen ansteuerbar sein. Oh nee, 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 da gehe ich nicht rein. Die drei ertrage ich nicht. Die drei ertrage ich nicht nochmal. Und wir haben von denen ja schon was bekommen, nämlich Geld. Der Ponz, der kommt mit seiner Vorlesung nicht voran. Das ist das Nächste. Bei dem war auch nichts. Na komm, schauen wir mal oben nach. Oder vielleicht hier. Hier, die Keudeln. Zusammen rein und dann... Pipi. So ein Mammut auseinanderbauen. Nö, auch nicht. Na, schauen wir mal im Hörsaal nach. Oder auf dem Weg dahin. Nö. Och, schade. Hier ist auch nichts. Der ist immer noch fix und fertig. Oh, jetzt haben wir ihn geweckt. Entschuldigung. Also entweder ist halt einer der faulsten Studenten oder einer der fleißigsten. Der wartet jetzt schon auf die nächsten Vorlesungen. Oder er hat es einfach noch hier immer nicht geschafft aufzustehen, nachdem seine letzte Vorlesung durch ist, die wahrscheinlich vor 3 Tagen war oder so. Halt, Moment, da ging es ja noch runter. Da ging es ja noch runter zum Hörsaal selbst. Die bauen wir jetzt irgendwo so quer, so eine schöne Kette. Nö. Hä. Dann nicht. Dann eben nicht. Pons, beim Pons vielleicht, genau, beim Professor. Der hat ja noch sein Chemielabor. Entschuldigung. Huik. Irgendwie ein Kratzen im Hals. Oder vielleicht ist die Tür mal aufgegangen, glaube ich, zwar auch nicht so dran. Aber ihr wisst ja, wie es heißt, die Hoffnung stirbt zuletzt. Das ja. Bringt nichts. Es ist verriegelt. Und jetzt ist sie tot. Hier war auch keine Kette. Nein, dann nicht. Da war nur die Klangwalze drin. Ich erinnere mich. Ich glaube, da oben stand sie oder so ähnlich. Nö. Und hier gab es auch keine Kette. Ja, man sieht schon, man hat ja gar keinen Platz für eine große Kette. Schwere, lange. Die ausreicht, um einen Zug zu ziehen mit einem Schiff. Was möchten Sie denn wissen, liebes Kind? Was möchte ich denn wissen? Ja, er ich muss spricht jetzt auch nicht von Ketten. Ich hoffe, ich habe Sie nicht zu sehr gestört. Wie bitte? Aber nein, ganz und gar nicht, liebes Kind. Danke dir. Dann bin ich mal weg. Es macht doch keinen Sinn, dass das Ding in der Uni ist. Wo macht eine Kette Sinn? Am Schiff oder am Zug? Also irgendwas habe ich übersehen, am Schiff oder am Zug. Bin mir sicher, dass das muss so sein.
Aber bis jetzt war so ziemlich alles irgendwie auch noch logisch erklärbar, bis auf die 42-41 Kombination. Oder das Bein. Aber in zwei von diesen... Ich mache keinen großen Sinn. Ich bin einfach mal so. Rätseln in einer Stadt, das ist zu viel. Das schafft keiner. Er hat auch keine Ahnung von Ketten. Das ist ja das Problem. Wir können ja nicht nach einer Kette fragen. Weil wenn ich nach einer Kette fragen könnte, wüsste ich... Jawohl, ich muss mit jemandem reden, dass er mir eine Kette gibt. Die einzigen, die mir eine Kette geben können, sind hier die Schifffahrer. Weil sie an ihrem Schiff eine Kette haben. Aber wir haben keine Kette gesehen. Und wir sehen das Schiff momentan nur noch von einer Seite. Nämlich von hier. Also im nächsten Bild meine ich. Hier. So, wenn ich den einen Haken zuwerfe, geht nicht. Kann ich es irgendwie von hier aus mit dem Schiff kombinieren? Geht nicht. Oh, ich habe den Haken weggemacht. Geht nicht. Mal reden wir mit denen. Ich brauche ja nur eine Kette von denen. Heo! Schiff! Heo! Ja, ja! Schiff gut durchgefahren. Du uns noch brauchen? Ja, für den Zug. Das muss sehr angenehm sein, so auf einem Fluss zu... Oh. Wie bitte? Mein Mann sagt... Ja, kennen wir. Mission? Yes. Mein Mann sagen, du zu Zug gehen und Kette festmachen, dann Schiff verziehen. Genau, okay, die Aussage. Beeile mich. Die Aussage. Und wie machen wir das jetzt, die Lokomotive zu ziehen? Fräulein, Adash, Loco, Coco, con Kette. Was sagt Ihr Mann? Du Kette an Zug festmachen, dann Zug mit Schiff bewegen. Hoppla, Fontes. Ah, ja! Ja! Großartig! Das ist die Kette. So, Haken. Ja! Großartig. Ist ja diese Multisprache, die der Kapitän hier die ganze Zeit spricht, das erinnert mich immer an im Namen der Rose oder der Namen der Rose. Er erinnert euch vielleicht auch an diesen Film oder das Buch von Roberto Eco. Da gibt es ja auch diesen Buckligen, der alle Sprachen spricht und doch keine. Der Schiffskapitän hat so ein bisschen was Ähnliches davon. Kate Walker, hallo? Fräulein Walker, Professor Pons am Apparat. Ich werde gleich meine Vorlesung beginnen. Beeilen Sie sich. Danke, ich komme so schnell ich kann. Sehr schön. Wir erwarten Sie im großen Hörsaal. Bis gleich. Ja, da war ich gerade eben. Jetzt muss ich irgendwie das Ding aufziehen. Ich frage mich gerade, wo das Schiff hin ist. So, da ist die Kurbel, damit können wir unseren Zug aufziehen.
Das ist jetzt nicht mehr nötig. Aha. Ah, Hebel ziehen. Ja, genau. Macht ja Sinn. Boah, das Ding ist nicht so oft benutzt worden. Hallo? Wo bist du? Hallo Dan, ich bin in Barockstadt. Barock was? Eine Stadt? Dort lebt wohl der Mann, den du suchst. Kommst du bald zurück? Nach dem, was ich bisher gesehen habe, ist es eher eine riesige Universität mit einem wunderbaren Volierenbahnhof. Das müsstest du sehen. Überall Bäume und Vögel. Ganz sonderbar. Ich frage mich, ob jetzt der richtige Zeitpunkt für eine Besichtigungstour ist. Und? Kommst du bald zurück? Ich glaube nicht. Weißt du, der Zug, mit dem ich reise, hat ein mechanisches Problem. Deshalb mussten wir hier anhalten. Wir? Reist du nicht allein? Wer begleitet dich? Oskar, der Zugführer. Interessierst du dich auf einmal für Mechaniker? Dan, sei doch nicht albern, bitte. Oskar ist ein Automat, den dieser Herr Vorarlberg, die Person, die ich suche, erfunden hat. Kein gewöhnlicher Automat. Er hat was von einem englischen Butler, wenn du verstehst, was ich meine. Und ziemlich pingelig ist er auch. Kate, ich habe langsam genug von deinen verrückten Geschichten. Es wird Zeit, dass du zurückkommst. Meine Mission ist noch nicht beendet. Zum Teufel mit deiner Mission. Du hättest sie nie annehmen dürfen. Wenn du dich weiter mit Routinefällen befasst hättest, wäre für uns jetzt alles einfacher. Wie denn für uns? Darf ich dich daran erinnern, dass ich es bin, die hier Probleme hat? Während ich versuche, ganz alleine diese immer neuen Situationen zu managen, sitzt du gemütlich zu Hause und trinkst deinen Whisky. Du warst doch damit einverstanden, dass ich fahre. Es war ja auch nur von 2-3 Tagen die Rede, Kate. Warum versuchst du nicht, mich ein wenig zu verstehen? Dich verstehen? Zu allem Überfluss soll ich jetzt auch noch dich verstehen? Und was soll ich verstehen, bitte? Dass der Herr sein kleines Spielzeug vermisst? Also, jetzt reicht es. Mehr will ich gar nicht hören. Ruf mich an, wenn du dich wieder beruhigt hast. Ich bin völlig ruhig. Du bist es, der mich aufregt. Ich hätte lieber ein paar aufbauende Worte gehört als deine Vorwürfe. Du bist schrecklich egoistisch. Du bist hier der Egoist. Ach ja. Wo die Liebe hinfällt. So, unser Zug ist aufgezogen. Wir haben noch eine Vorlesung zu hören. Sagen, das machen wir als nächstes. Wir brauchen auch noch unser Mammut zurück. Ich meine, das ist ja das, was wir dem Jungen wieder mitbringen wollen. Dem Jungen, sag ich schon. Dem Hans. Dem ehemaligen jungen Jungen. Jetzt der ältliche Vorarlberg. Der jetzt müsste 82 müsste sein, wenn ich das richtig im Kopf habe. Weil 86 war die Anna Vorarlberg, als sie gestorben ist. Und sie war 4 Jahre älter, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Ja, so blödsinnige Details merke ich mir, die keine Sau abfragt. Und kommen dann an diesen Rätseln, die hier abgefragt werden, einfach nicht vorbei. Furchtbar. So, jetzt können wir noch dem Dings auf den Nerv gehen, hier dem Bahnhofsvorsteher. Ne? Der Zug ist weg, was machst du nun? Ich glaube, das halte ich dem vor. Wenn wir sowieso an dem vorbeilaufen, das halte ich ihm vor. Da muss er jetzt durch. Ne? Weil ich es kann. So. Entschuldigen Sie bitte die Störung. Was kann ich für Sie tun, Fräulein? Der Zug, er ist weg. Wir sind uns jetzt doch einig. Mein Zug hat Ihren Bahnhof verlassen und wird Sie nicht länger stören. Er hat keine Schäden verursacht, hoffe ich. Ja, das ist ein Zug und ein Bahnhof und einer ist für den anderen gemacht, mein liebes Fräulein. Ich meine nur, ich dachte, er hätte Ihre Vögel aufgescheucht. Ach nee, da hatten Sie eben mal ein bisschen Unterhaltung. So kann er mir mehr sagen. Ja. Ich habe einen Zugaufzieher gefunden. Tatsächlich, dort hinten, neben dem Gleis. Ein Zugaufzieher? Ich dachte mir doch, dass dieses merkwürdige Ding etwas mit Zügen zu tun hat. Und wie funktioniert das? Das wollte ich Sie gerade fragen. Mein liebes Fräulein, ich füttere hier die Vögel und gieße die Pflanzen. Mechanik gehört nicht zu meinen Aufgaben. Ich bin mir nicht sicher, was seine Aufgaben sind. Ich fühle mich hier ein wenig verloren. Ich bräuchte dringend Ihre Hilfe. Wenn Sie eine Auskunft wollen, stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. Ja, danke. Ich werde Sie nicht länger belästigen, Herr Bahnhofsvorsteher.
Willkommen in Barockstadt, mein Fräulein. Dankeschön. Jetzt, wo alles geregelt ist, ne, da können wir mit mir ein bisschen plaudern. Ich wollte es ausprobieren. Ich muss das jetzt einfach wissen, ob er irgendwas zu bemängeln hat. Wir werden auch bei den drei Stooges noch vorbeischauen, bei den Tick, Trick und Track, wie man sie auch nennen mag. Andere sagen Rektoren. Einfach weil es kann. So, mein Zug ist weg. Was sagt er jetzt? Ich spiele noch immer nur das gleiche Lied. Das ist schon bekannt, ne? Wisst ihr. Und wenn es einem nicht gefällt, wird er sich hier nicht lange aufhalten. Hier draußen. Den meisten scheint es nicht zu gefallen und er ist schmerzresistent, er steht immer draußen. Ich werde noch kurz mit den Rektoren sprechen, bevor wir uns dann die Vorlesung anhören. Ich dachte, die sind die einzigen noch, die davon nicht wissen, dass der Zug weg ist. Ich mag die zwar nicht, aber das muss ich denen jetzt sagen. Meine Herren, es tut mir leid, aber ich muss Sie schon wieder belästigen. So, so, Ihnen tut es leid. Das Ganze ist höchst bedauerlich. Glauben Sie, junge Frau, uns tut es ebenso leid. Sprechen Sie, wir hören, mein Kind. Der Zug. Es ist mir nun endlich gelungen, meinen Zug aus dem Bahnhof zu fahren. Ganz vorschriftsmäßig. Ich hoffe, Sie sind zufrieden. Ja, wir sind in der Tat sehr zufrieden. Wir danken Ihnen, dass Sie die Vorschrift beachtet haben. Ein Zug muss anhalten, weiterfahren und Platz für andere Züge machen. Nun, damit ist die ganze Affäre geregelt. Wir können uns jetzt intellektuelleren Beschäftigungen zuwenden. So, könnt ihr mir mehr über meine Mission sagen? Ich möchte mich bei Ihnen bedanken. Dank Ihrer Hilfe kann ich meine Reise fortsetzen. Wir danken Ihnen ebenfalls, dass Sie unseren schönen Pavillon repariert haben. Wir hatten die Hoffnung schon aufgegeben. Wir wünschen Ihnen viel Glück und vielleicht bis zum nächsten Semester. Wohl kaum, aber trotzdem. Vielen Dank. Ja, das reicht. Wir reden und reden. Dabei ist bereits Teestunde. Schon wieder? Mein Gott, wie schnell die Zeit vergeht. Wir sind sehr erfreut, Ihre Bekanntschaft gemacht zu haben, junge Frau. Ich danke Ihnen vielmals, meine Herren. Wann ist denn da immer Teestunde? Viertel nach eins, Viertel nach halb zwei, Viertel vor zwei, zwei. Ich weiß es nicht. Also irgendwas in der Richtung muss es so sein, weil anders kann ich es mir nicht erklären. So, auf zur Vorlesung. So, und jetzt bitte alle gleich gut aufpassen bei der Vorlesung. Das ist wichtig. Ja? Auch wenn ihr alles andere vergesst in eurem Leben, das hier wird sehr, sehr wichtig sein. Damit könnt ihr euer Leben neu ordnen. Ja? Ah, da sind Sie ja, Fräulein Walker. Gut, gut. Nehmen Sie bitte schnell Platz. Ich möchte beginnen. Toll. Zwei Leute, ne, drei Leute, die jetzt zuhören. Und der eine, weil er nicht aufstehen konnte. Oh, es sind mehr. Wahnsinn. 1, 2, 3, 4, 5. Mit uns sind 6 Zuhörer. Ein völlig neues und vor wenigen Stunden noch unvorstellbares Element hat es mir nun endlich ermöglicht, meine Vorlesung über das geheimnisvolle Volk der Jukols abzuschließen. Licht bitte. Die Jukols sind ein kaum erforschtes Volk des hohen Nordens. Sie leben in einer weit abgelegenen, eisigen Region im nördlichen Sibirien. Die geografische Entfernung und die extrem klimatischen Bedingungen sind sicherlich der Grund dafür, dass sich die Forschung bisher nur wenig mit den Jukols befasst hat. Die wenigen Dias, die Sie gleich sehen werden, sind in der Tat die einzigen Dokumente, über die wir verfügen. Die Skizzen und Fotos wurden vor rund 100 Jahren von einem russischen Forscher realisiert, dem wir heute einen Großteil dessen verdanken, was wir über das Volk der Jukols und dessen Kultur wissen. Wir wissen, dass die Ursprünge der Jukols in die letzte Eiszeit zurückreichen.
Interessanterweise gibt es auch in Westeuropa Spuren ihrer Kultur. Genauer gesagt in vorgeschichtlichen Höhlen tief im Herzen der Alpen. Daraus kann geschlossen werden, dass dieses Volk im Laufe der Jahrhunderte eine lange Wanderung in den extremen Norden unseres Planeten unternommen hat. Der Grund hierfür liegt auf der Hand. Die Yukol-Kultur beruhte ausschließlich auf den Mammuts. Das waren Reit- und Lasttiere und sie lieferten gleichzeitig Fleisch, Haut, Fett und Elfenbein. Es handelt sich hier um eine perfekte Symbiose zwischen Mensch und Tier. Als die Mammuts aufgrund der klimatischen Veränderungen in andere Gefilde auswandern mussten, sind die Yukols ihnen also bis in den hohen Norden Sibiriens gefolgt. Bestimmte Höhlenmalereien, die als Yukol-Malereien identifiziert wurden, ließen bereits die Hypothese zu, dass es den Yukols gelungen war, die Mammuts zu zähmen. Sie sind in der Tat unserer Kenntnis nach das einzige vorgeschichtliche Volk, das Darstellungen eines auf einem Mammut reitenden Mannes hinterlassen hat. Heute wird meine Hypothese durch diese Puppe aus echtem Mammutleder, die ich nach eingehender Untersuchung in die Jungsteinzeit datieren konnte, bestätigt. Den Vorfahren der Yukols war es tatsächlich gelungen, die Mammuts zu zähmen. Denn der vorgeschichtliche Mensch stellt nur das dar, was er aus eigenem Erleben kennt. Davon zeugt auch dieses kleine, vertraute, ja, alltägliche Objekt, ein Spielzeug der Yukol-Kinder. Entschuldigung. Das Leben der Yukols war also eng mit dem des Mammuts verbunden. Aus dem Fell wurden nicht nur die Kleider, sondern auch die Dächer und Mauern der Häuser hergestellt. Die Stoßzähne bildeten die Struktur der Behausungen und dienten der Herstellung von Waffen, Werkzeugen und Schmuck. Erstaunlich ist, dass sich mit dem Aussterben der Mammuts vor 12.000 Jahren die Lebensweise der Yukols nicht sofort geändert hat. Es scheint, als habe sich die enge Bindung zu den Mammuts noch über die Jahrtausende hinweg fortgesetzt. So erstaunlich dies auch sein mag, die Yukols haben sich bis zum Anfang dieses Jahrhunderts weiterhin von Mammutfleisch ernährt, Kleidung und Zelte aus dem Fell von Mammuts angefertigt und zahlreiche künstlerische Objekte aus Mammut-Elfenbein geschnitzt. Wir können also davon ausgehen, dass die Yukols es über Jahrhunderte hinweg verstanden haben, die große Anzahl toter Mammuts, die in einem perfekt erhaltenen Zustand im gefrorenen Boden Sibiriens ruhten, als Ressourcen zu nutzen und so ihre traditionelle Lebensweise fortzusetzen. Es sieht so aus, als hätten die Yukols über fast 3000 Jahre hinweg von dieser riesigen Speisekammer gelebt. Obwohl dies plausibel erscheint, so herrscht zugegebenermaßen unter den Wissenschaftlern über diese Erklärung keinesfalls Einigkeit. Wir sind nach wie vor auf Mutmaßungen angewiesen. In Ermangelung wissenschaftlicher Erkenntnisse müssen wir uns zum augenblicklichen Zeitpunkt mit den versponnenen Geschichten zufrieden geben, die von den Yukol-Schamanen überliefert werden. Die Universität, die zu vertreten ich die Ehre habe, misst all diesen Mythen und Legenden selbstverständlich keinerlei Wahrheitsgehalt bei. Die Geschichten müssen als das gesehen werden, was sie sind. Märchen, die lange sibirische Nächte verkürzen sollen. Die Legende von der Elfenbeinarche Siberias ist ein ausgezeichnetes Beispiel dafür. Sie können sie in dem kleinen Heftchen nachlesen, das ich unter Ihnen verteilen lasse. Laut dieser Legende existieren zum heutigen Zeitpunkt auf einer Insel irgendwo im Norden Sibiriens lebende Mammuts. Eine Art Überbleibsel aus der Eiszeit. Eine kleine Population, die dank der Yukols die letzten 12 Jahrtausende auf wundersame Weise überlebt hätten. Die Insel, auf der die Mammuts leben sollen, wird in der Legende Siberia genannt. Ich möchte all denen, die versucht sind, dieser absurden Geschichte Glauben zu schenken, nur eins sagen. Die Insel Siberia ist auf keiner Karte verzeichnet und die Existenz lebender Mammuts im 21. Jahrhundert entbehrt jeder wissenschaftlichen Grundlage. Die Yukols gehörten leider zu den ersten Opfern der intensiven Kolonialisierung Sibiriens durch die Russen im 20. Jahrhundert. Das System der Kolchosen und Sowjosen sowie das Prinzip der Ausbeutung, Menschenverachtung und Erniedrigung führten zur definitiven Umwälzung der traditionellen Lebensweise der Yukols. Seit dem Zusammenbruch des kommunistischen Regimes steht die Yukol-Bevölkerung vor den gleichen mit der politischen Desorganisation einhergehenden Problemen wie alle anderen Bevölkerungsgruppen Sibiriens. Das hat zwei Konsequenzen. Manche Yukols haben sich definitiv ihrem Schicksal ergeben, ihren Traditionen vollständig entsagt und sind mit der russischen Bevölkerung verschmolzen. Andere wiederum setzen alles daran,
ihre jahrtausende alte Kultur, die sie unter dem kommunistischen Regime hatten aufgeben müssen, wieder aufleben zu lassen. Die letzten echten Yukols sind in die weiten Territorien ihrer Vorväter zurückgekehrt. Niemand weiß, wo genau sie leben und wovon. Ihre Existenz selbst könnte angezweifelt werden, wenn sie nicht hier und da an den entlegensten Fellhandelsplätzen der Tundra auftauchen würden, um ein paar Mammutstoßzähne gegen bestimmte lebensnotwendige Produkte einzutauschen. Hier endet meine heutige Vorlesung. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Fräulein Walker, Sie können Ihre Mammutpuppe in meinem Labor abholen. Sie finden dort außerdem eine Kopie meiner Vorlesung, falls Sie diese benötigen. Ja, Mensch, das war spannend. Also, wir wissen jetzt wahrscheinlich, oder ich vermute mal, dass Hans genau der Sache nachgeht. Er will Siberia finden, diese Insel. Er will die Mammuts finden, die Lebenden. Und er will natürlich das Volk der Yukols finden, die noch nach Yukol-Art leben. Das ist jetzt zumindest mein Verdacht, nachdem er das nämlich alles schon irgendwie herausgefunden hat. Hat auch einige Zeit hier verbracht, um das herauszufinden. Das heißt, der Professor wird das Gleiche erfahren haben wie Hans. Und dadurch werden sie wahrscheinlich auf den gleichen Informationen sitzen. Nur, dass Hans der Sache weiter nachging, während der Professor sich anderen Studien der Physiologie des Mammuts zum Beispiel entsprechend hingegeben hatte. So, wir schnappen uns erstmal die Dokumente. Okay, die Legende von der Elfenbeinarche. Am Ende der letzten Eiszeit erwärmte sich unser Planet. Diese plötzliche klimatische Veränderung stellte das Überleben zahlreicher Tierarten in Frage. So auch das der Mammuts, die zu dieser Zeit den extremen Norden Sibiriens bevölkerten. Es wird erzählt, dass das Volk der Yukols, das diese Tiere einen wahren Kult weihte und dessen Lebensweise sich durch die perfekte Symbiose mit den Mammuts auszeichnete, entschied, so wie Noah, eine große Arche zu bauen, um die Mammuts zu retten. Das riesige Schiff war ganz aus den Stoßzähnen der Mammuts angefertigt. Man brauchte eine kleine Herde Mammuts sowie Unmengen von Futter an Bord. Einige besonders furchtlose Yukols-Clans wurde die Aufgabe zuteil, die Tiere dorthin zu bringen, wo sie bessere Voraussetzungen für das Überleben vorfinden würden. Eines Tages dann, man sagt, es seien 50 Jahre vergangen, kehrte die Arche an den Ausgangspunkt zurück. Wow, 50 Jahre. Die haben für 50 Jahre Futter auf die Arche gestellt. Wie? Egal. Zu ihrem großen Erstaunen fanden die Yukols keine Überlebenden an Bord vor. Nur die Körper von ein paar toten Mammuts, die in einem Eis das ganze Schiff bedeckten, perfekt erhalten waren. Die Yukols sahen darin ein Zeichen, ein Geschenk der Götter und verzehrten die Mammuts in einem legendären Festschmaus. Okay, keiner hat überlebt, das war zu erwarten. Eine Woche später war die Arche erneut von der Strömung davongetragen worden und kehrte ein halbes Jahrhundert später wieder zurück, ohne Besatzung, aber mit neun eingefrorenen Mammuts. Dieses Hin und Her wiederholte sich über die Jahrtausende hinweg, wobei die Yukols jedes Mal wieder neue, erstaunliche, gut erhaltene Mammuts vorfanden, die aus dem Nichts zu kommen schienen. Das heißt, da gibt es eine direkte Strömungslinie. Die Yukols interpretierten dieses Phänomen als Ausdruck des Wohlwollens ihrer Vorfahren, die auf der ersten Reise der Arche in eine Schiffskatastrophe ums Leben gekommen waren, deren Seelen jedoch auf einer mythischen, von den Schamanen Siberias genannten Insel ewige Zuflucht gefunden hatten. So stand eine Religion
So entstand eine Religion mit ihren Ritualen und Gebräuchen, in deren Zentrum die regelmäßige Wiederkehr des Geisterschiffs auf seinem wertvollen Ladung stand. Nichts schien sich über die Jahrhunderte an dem mysteriösen Zyklus der Arche zu ändern, lediglich die Größe der Mammuts, die mit der Zeit unmerklich kleiner wurden. Eines Tages aber, vor etwa 100 Jahren, kehrte die Arche früher als erwartet zurück. Sie war leer. Die armen Yukols waren zutiefst verwirrt. Die Geister ihrer Vorfahren hatten sie vergessen. All das, woran sie glaubten und worauf sie ihren jahrtausendalten Kultur aufgebaut hatten, verloren auf einmal seinen Sinn. Die Gläubigsten unter ihnen hielten verzweifelt an der Hoffnung fest. Schließlich kehrte die Arche weiterhin aus dem Nichts zurück, und zwar immer häufiger. Einige sehr alte Yukols rüsteten sich damit, sie mehrmals gesehen zu haben. Doch jedes Mal blieb die Arche leer und die Hoffnung der letzten Yukols versiegte. Der Glaube wurde zum Aberglauben, die Realität zur Legende. So viel dazu, das haben wir diese Geschichte auch gesehen. So, und der Professor wird uns in der nächsten Folge dann auch unser Mammut zurückgeben. Ich hoffe, ihr seid dann auch mit dabei und bis dahin, gute Nacht da draußen, was immer ihr sein mögt.